Hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Und in meinem heutigen Video kehren wir zurück zum Mein Schiff 3. Ich hatte ja bereits in meinem vorherigen Video darüber berichtet, wie die Mein Schiff 3 hier in Cuxhaven angelegt hat. Nun ist es so, dass die Mein Schiff 3 auch vorerst noch in Cuxhaven bleibt. Und wie es dazu kam und wie die weiteren Aussichten für das Schiff hier sind, darüber handelt dieses Video. Die fast 3000 Mitarbeiter von TUI Cruises an Bord sollten ja ursprünglich gleich in ihre Heimatländer weitergeschickt werden. Dazu kam es jedoch leider nicht. Denn es wurde ziemlich schnell an Bord ein an Covid-19 Erkrankter festgestellt. Daraufhin wurde dann die gesamte Mannschaft an Bord der Mein Schiff 3 unter Quarantäne gestellt. Und es wurde von den Behörden verfügt, dass alle fast 3000 Leute an Bord auf Corona getestet werden müssen. Nach der ursprünglichen Planung sollte dann auch noch das Schwesterschiff der Mein Schiff 3, die Mein Schiff 6, nach Cuxhaven kommen, um einige der Leute auf ihr Boot zu übernehmen. Dazu kam es nicht. Dann entschied sich TUI Cruises jedoch dagegen und dass die insgesamt nur 6 Mitarbeiter an Bord der Mein Schiff 6 und ein Arzt nicht mit der Situation fertig werden würden. Die Menschen auf der Mein Schiff 3 sind zum Teil bereits seit 50 Tagen an Bord eingesperrt, unter knastähnlichen Umständen, in teilweise fensterlosen Kabinen. Und einige der Frauen an Bord sind sogar schwanger. Und unter all diesen Umständen ist es natürlich dann auch kein Wunder, dass an Bord die Nerven blank liegen und es zu Ausschreitungen oder sogar Meuterei kommen kann. Tja, und am Samstag musste sogar die Cuxhavener Polizei ausrücken, um an Bord einzugreifen, da eine Sachbeschädigung in der Rezeption stattgefunden hatte. Später fuhren dann auch noch einige Krankenwagen vor die Mein Schiff 3, wovon dieses Video handelt, was ich euch jetzt hier mal einblende. Klar zu hören ist auf diesem Video natürlich auch der Unmut der Besatzung aufgrund der Situation an Bord. Also sagen, dass die Stimmung an Bord der Mein Schiff 3 an einem Endpunkt angekommen ist und viele einfach nur noch nach Hause wollen. All diese Vorkommnisse werfen natürlich auch kein gutes Licht auf die Muttergesellschaft der Mein Schiff 3, die TUI Cruises. Ganz allgemein kann man ja sowieso sagen, dass die Kreuzfahrtindustrie auch schon in der Vergangenheit oft mit Katastrophen und Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Und die Lage ist heute nicht nur aufgrund von Corona auch nicht viel besser. Dazu kommt die ganze Umweltverschmutzung durch das Verbrennen von Schweröl auf diesen großen Schiffen. Viele fahren unter der Flagge von Steuerparadiesen wie Malta oder Panama. Und die Mitarbeiter an Bord setzen sich größtenteils nur aus Billiglohnländern zusammen. Hauptsächlich von den Philippinen. Doch kommen wir zum Ende dieses Videos nochmal auf die Mein Schiff 3 zurück. Die Tests an allen Mitarbeitern sind mittlerweile abgeschlossen und es zeigte sich, dass insgesamt 9 Personen an Corona erkrankt sind. Die Versorgung mit Lebensmitteln an Bord ist gesichert, jedoch fehlt es an vielen Kleinigkeiten. So hatte die Seemannsmission zu Spenden aufgerufen. Und so konnten etliche Zahnbürsten, Hygieneartikel wie Binden und auch Schokolade an die Mein Schiff 3 übergeben werden. Wie es mit der Mein Schiff 3 dann in Zukunft weitergeht, das steht bisher noch in den Sternen. Aber es bleibt zu hoffen, dass all die Mitarbeiter bald zu ihren Familien in ihrer Heimat zurückkehren können. Tja, das war dann mein neuerliches Video zum Mein Schiff 3. Ich wünsche euch, dass ihr alle gut gesund bleibt. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis bald, euer Matthias. We'll be right back.
Fill up this dark room, fill up all this new.